Welche Rolle spielen Frauen in Neonazi-Netzwerken? Offenbar eine wichtigere und auch brutalere als bisher angenommen. Exklusiv für Cosmo TV packt eine Aussteigerin aus der Neonazi-Szene aus. Sie bricht ihr Schweigen und sie beleuchtet eine Szene, die auch von Polizei und Verfassungsschutz häufig nicht beobachtet wird. Sie ist 17, als sie in die rechte Szene gerät. Aus Angst, erkannt zu werden, will sie anonym bleiben. Wir nennen sie Melanie. Wir wollten deutsches Volk, deutsche Kultur, deutsche Werte, deutsche Ideen. Keine Multikulti-Gesellschaft, keine Durchsetzung sozusagen der Gesellschaft, keine Durchsetzung der Kultur. Frauen in der Neonazi-Szene, alles andere als harmlose Mitläuferinnen. Heute ist Melanie 26. Noch vor wenigen Jahren gehörten Ausländerhass, Beschimpfung und Peinigung Andersgläubiger zu ihrem Alltag. Der harte Kern ihrer Gruppe bestand aus 6 Frauen. Melanie gehörte dazu. Sie trafen sich mehrmals in der Woche, gingen auf Demos, schlugen bei Konflikten zu. Alles, was nicht in ihre Ideologie passte, wurde bekämpft. Ihr Ziel, ein brauner Nationalstaat. Wir haben es damals immer so ausgedrückt, das Volk besteht zu 50% aus Männern und aus Frauen. Und wenn man das Volk dazu bringen will, etwas zu erreichen, sind ganz klar auch die Frauen von Bedeutung. Wie diese Frauen sind auch Melanie und ihre Gruppe öffentlich aufgetreten. Leute anwerben und ihre Ideologie verbreiten. Frauen werben genauso stark für das braune Gedankengut wie Männer. Deutschen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Zweitens. Szenen wie diese beobachtet die Journalistin Andrea Röpke schon seit vielen Jahren. Radikale junge Frauen inmitten der Neonazi-Szene. Sie dürfen nicht unterschätzt werden. Also dieses Klischee einer sogenannten unpolitischen Frau, die wirklich nur Anhängsel des Mannes ist, das trifft es überhaupt nicht mehr. Die Frauen kommen sehr selbstbewusst in die Neonazi-Szene, sei es in die Kameradschaften oder auch in die NPD. Und sie wollen die Politik, diese menschenverachtende Politik, ganz bewusst auch mit vorantreiben. Was treibt eine junge Frau an die rechte Front? Einige sind Nazis in zweiter, dritter Generation. Melanie nicht. Für ihre Eltern war rechtes Gedankengut völlig verpönt. Ihre Großeltern waren sogar im NS-Widerstand aktiv. In der Pubertät lernt sie Rechte kennen. Das vermeintlich Böse war auf einmal anziehend. Da ich eher darauf geprägt wurde, dass diese Leute als jetzt mal kategorisch eher böse einzustufen sind und ich diese Leute aber kennenlernte und die eigentlich recht nett waren, war dort sozusagen meine Neugier geweckt, die näher kennenzulernen, weil irgendwie das Klischee, was ich sozusagen im Kopf hatte, gar nicht so zugetroffen hat. Anschluss zu finden ist in dieser Szene nicht schwer, solange man die gleichen Ziele verfolgt. Melanie fühlte sich bei den autonomen Nationalisten wohl. Die rechte Ideologie wird zu ihrem Lebensinhalt. Meine Eltern waren ja darüber nicht so wirklich im Bilde, weil ich darüber nicht geredet habe, das nicht thematisiert habe und auch verheimlicht habe, so gut es geht. Konntest du das überhaupt verheimlichen, wenn das so sehr dein ganzes Handeln und Denken bestimmt hat? Ich konnte es dadurch beeinflussen, dass ich relativ früh genau deshalb von zu Hause ausgezogen bin, um diesen Konflikt aus dem Weg gehen zu können. Melanie zieht in eine WG mit Rechten. Hier können sie ungestört Pläne für einen braunen Nationalstaat ohne Ausländer und Andersdenkende schmieden. Damit ihre Gesinnung nicht auffällt, kleiden sich einige unauffällig. So können sie in der Öffentlichkeit unbehelligt agieren. Doch das macht sie nicht weniger gefährlich. Die Frauen sind einfach nicht weniger fanatisch als die Männer. Und gerade wenn man zurückschaut und guckt und die Affinität zu Waffen, zu Wehrsport, zu Gewalt, insgesamt auch zur Bereitschaft, aggressiv aufzutreten, beobachtet, dann waren immer Frauen noch beteiligt. Und das müssen wir registrieren, das müssen wir wahrnehmen. Also die Frauen profitieren von dieser doppelten Unsichtbarkeit. Lange hat auch Melanie diese doppelte Unsichtbarkeit genutzt, um ihre fanatischen Ideen auszuleben und andere davon zu überzeugen. 6 Jahre lang war sie Teil eines Teufelskreises, bis sie immer mehr Zweifel an der rechten Ideologie hat. Irgendwann kann sie die Widersprüche zwischen ihrer Erziehung und der rechten Gesinnung nicht mehr unterdrücken. Melanie will aussteigen. Ich war, glaube ich, 21. Ich war mit Namen und mit Foto bekannt. Und ich hatte das Gefühl so, mein Leben ist vorbei. Ich komme da nie wieder raus aus der Nummer. Und ich werde nie wieder
ein Leben führen können, in dem ich nicht irgendwie als Nazi tituliert werde. Da habe ich dann sozusagen für mich dann endgültig feststellen müssen, dass diese ganze politische Idee überhaupt gar nicht mit dem konform geht, was eigentlich ja so in mir ist, was vielleicht auch einfach durch meine Sozialisierung, die ich ja viele Jahre durch meine Familie erhalten habe, auch automatisch wieder der Weg mich da rausgeführt hat. Sie versucht, sich langsam zurückzuziehen, lebt aber noch in der WG mit ihren Kameraden. Parolen wie Nigger raus erträgt sie nicht mehr. Sie will raus aus der Szene. Schließlich findet sie Zuflucht bei ihren Eltern. Das ist jetzt 5 Jahre her. Heute, sagt Melanie, kann sie nicht glauben, was sie damals gemacht und vor allem gedacht hat.